Wenn Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter, heißt es bei Shakespeare. Dieser Aufforderung kamen die Musikerinnen und Musiker des Via Julia-Augusta Konzertsommers 2016 mit ihrer leidenschaftlichen Liebe zur Musik gerne nach. Der Via Julia-Augusta Konzertsommer 2016 hatte wieder 7 außergewöhnliche Konzerte, jedes an einem anderen Ort. Das Motto heuer ist eine Hommage an Ingeborg Bachmann zum 90. Geburtstag. Unwiderstehlich aber ist die Liebe. Das ist ein Zitat von ihr. Musik und Liebe sind ja ein Herz und eine Seele. Ja, das ist auch etwas ganz Besonderes bei dieser Reihe, wo sich die Helga Böchheim immer jedes Jahr Gedanken machen muss, wie ist das Motto? Und heuer, unwiderstehlich aber ist die Liebe, ist ein tolles Thema, wo man die entsprechenden Künstler dazu erst finden muss, damit das Ganze rund wird, damit es stimmig ist. Und ich finde es gerade in Verbindung mit Musik immer wieder schön, wenn dann herrliche Beiträge kommen, wo man wirklich in einen meditativen Zustand kommt und das auch ein bisschen reflektieren kann, was bedeutet die Liebe für mich selber, wie bin ich in der Lage, es zu leben und zu transportieren. Und das finde ich sehr bereichernd, immer wieder auch so Gedankenanstöße in der Richtung zu bekommen. Die Musik drückt Emotionen aus, sie drückt alles aus, was den Menschen bewegt, die Hochs und Tiefs der Liebe, aber auch die verschiedensten Aspekte. Es geht ja nicht nur um die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern um alle möglichen Aspekte. Und das ist etwas, was ich da sehr bewundere bei der Helga, dass sie es jedes Jahr schafft, da wirklich was Neues aus dem Hut zu zaubern und auch entsprechend die Leute dazu zu finden, die dazu passen. Und ich bin jedes Jahr schon gespannt, wie wird sie jetzt das aufziehen, welches Motto ist da, und das ist spannend und jedes Jahr für mich ein Moment, wo ich denke, ja, jetzt hat sie wieder was Tolles sich ausgedacht und man kann sich freuen auf ein Highlight an Musik und an Darbietungen von Künstlern aus aller Welt. Eine Bratsche, ein Cello und 2 phänomenale Gesangsstimmen. Very extraordinary. Das sind Catch Bob String Strong mit ihrem Programm Herzklopfen. Wir sind Catch Bob String Strong. Wir sind aus Wien. Uns gibt es seit 7-8 Jahren ungefähr. Wir kennen uns seit 10 Jahren. Das, was wir heute machen, also Catch Bob String Strong Musik, hat sich ergeben von verschiedenen Spielereien und Verrücktereien und Experimenten und Improvisationen und verschiedenen Wünschen. Thank you.
angefangen mit den Stücken, die Stücke zu bearbeiten, also zu covern. Und das waren ganz verschiedene Sachen, von Popcovern. Auch von Anfang an haben wir eigene Stücke gehabt, haben wir Folklore aus dem Balkan gehabt, aus iroschottischen Raum. Auch klassische Stücke haben wir bearbeitet, so wie Bartok oder Bach. Und irgendwann einmal, also im Laufe der Zeit, haben wir uns mehr den Komponieren gewidmet und jetzt spielen wir fast ausschließlich eigene Kompositionen. Every Friday I scrub the floor there, clean the toilet and feed the cat. Meow. Magister Mose takes too much care of me, but he is too fat, like the cat. But I can't wait till Saturday when butterfly flies from the broken away. Wait this transformation of what I see. A little teeny maid to hold the spoon for me. Sie haben den Weinfleck auf der Lackkommode übersehen. Ja, Frau Magister Moser. Grundsätzlich das Besondere am Via Julia Augusta Konzertsommer ist, dass es eine Art Feinkostbuffet der Musik ist. Es geht darum, hier in unsere doch etwas abgelegene Gegend gute Musik zu bringen, fernab vom Mainstream, aber verschiedenste Stilrichtungen, sozusagen ausgefallene Musik zum Ausprobieren für das Publikum. Diese Via Julia Augusta Konzertreihe, die wir schon seit Jahren beobachten und gerne auch dabei sind, die lebt und existiert eigentlich mit der Person Helga Böchheim, die da Großartiges leistet und sehr innovativ und kreativ jedes Jahr es schafft, ein Programm zusammenzustellen, das für das Publikum einfach faszinierend ist. Wie zum Beispiel das Jubiläumskonzert der Mentorinnen und Mentoren des 10. Alpenkammermusikfestivals in Liesing im Lesachtal, welches am 24. Juli im Festsaal Kötschach-Mauten stattgefunden hat. Künstler in unserer Gegend, die uns auch inspirieren im eigenen musikalischen Schaffen. Das ist immer wieder sehr schön, was ich auch sehr schön empfinde, dass es nicht nur in Kötschach-Mauten, sondern auch in anderen Ortschaften stattfindet, in Dellach und in Obertrauburg, sodass sich auch die Region durch das verbundener fühlt. Und ich genieße diese Konzerte immer wieder persönlich und empfinde das als große Bereicherung für die Einheimischen, für die Gäste und für jeden, der sich gerne einmal auf einem lauen Sommerabend irgendwo hinsetzen will, auf einen schönen Ort und dort Musik vom Feinsten genießen will.
Sponsoren sind beim Via Julia Augusta Konzertsommer immer gerne mit dabei und übernehmen auch Patenschaften für die einzelnen Konzertabende. Ja, wir sponsern das sehr gerne, weil wir die Kultur auch als Auftrag ein bisschen sehen. Wir empfinden da, dass wir als Firma gerne auch das unterstützen, wo Kultur einen hohen Stellenwert auch für uns selber persönlich hat und wo wir gerne auch diese Konzerte besuchen. Wir als Unternehmen, wir verdienen das Geld in dieser Region und das ist für uns auch eine Möglichkeit, den Menschen etwas zurückzugeben. Wir unterstützen das immer wieder gerne, weil das einfach eine Bereicherung in wirtschaftlicher Hinsicht für die Gäste, für die Einheimischen eine tolle Bereicherung ist und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass man diese Bewegung, diese Veranstaltungsreihe unterstützt. Auch 2017 werden wieder Via Julia Augusta Konzerte das Publikum begeistern. Und man darf bereits jetzt auf das Programm gespannt sein.